Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte Inko und Thüringen. Aktuell machen wir Holz. Ein paar Meter haben wir noch. Versuche gerade den LKW optimal zu beladen. Aber ich stelle mal jetzt so fest, eigentlich müsste das genug sein. Ein, zwei Balken noch, ja, der rauf noch. Gehen wir auf die andere Seite, die beim Kleinen damit kriegen. Ja, also noch ein paar kleine Dicke da noch. Die wollen wir noch mit. Gut. Machen wir alle fest. Und jetzt fahren wir ganz, ganz vorsichtig zum Sägewerk. Die hügelige Waldlandschaft, ehemalige Waldlandschaft. Ging gerade die Reifenspur weg. Bisschen Geld kommt ja mit den Bäumen rein. Ganz gut so. Oh, das ist gefährlich. Die Kurve ist irgendwie riskant. Bin schon so oft hier gefallen, auf der Seite. Liegt auch daran, dass der Schwerpunkt beim Aufladen ziemlich weit oben ist. Und von daher ist es immer Risiko. Zeit drücken. War die erste Fuhre, knappe gut 8.000. Das sollte nicht ganz so viel bringen. Sieht weniger aus. Ja, aber immerhin mehr wie 37 gesamt. Ja, wenn die Bodentemperatur auf 7 Grad springen würde, würde ich sofort mit Sonne anfangen. Aber ich befürchte, das wird erst morgen passieren. Ja, so. Ist der Plan, ne? Sonnenblumen, ja. Düngen, natürlich. Da muss noch was gemacht werden. Schauen wir mal, hier ein paar Bäume gefällt kriegen jetzt. Da liegen noch ein paar rum, die nehmen wir noch mit. Mal ganz kurz auf umstellen. Da wir von Holzvollernter im Prinzip ein bisschen Lager rauskriegen. Nimmt er nicht. Ah. Jetzt einmal.
Einmal ist verrückt, aber gut, ist halt so, ne? Liegt aber auch daran, dass wenn der Stamm quer liegt, dass es allgemein ein bisschen schwieriger ist, denke ich mal. Drei noch, dann haben wir es geschafft. Festmachen. Liegt da noch was rum? Mal. Ich versuche hier rauszukommen, bevor die Saat aufgeht. Das meine ich mit umkippen. Einfach zu schwer in den oberen Punkt, ne? Süße. Bereit für nächste Untaten. Aber wir werden besser von unten arbeiten, das geht besser als von oben. Den Laubbaum kriegen wir nicht. Und gleich Dreck auf die Reifen hier. Oder Ketten, sagen wir so. Ketten. Jetzt sitzt ein bisschen LKW heikel. Vielleicht rollen die auch alle runter daher. Weiß ich nicht. Wird schwieriger abzunehmen, ne? Ah, schau mal. Wenn wir mal ein Fahrzeug holen, und dann vielleicht bergen können. Fall, Baum, Fall. Baum fällt. Ich wollte die Kamera umbauen. Das werden wir gleich tun. Ja, am besten hinkriegen. Ganz schnell. Das geht ganz fix.
Aber das wäre ganz ehrlich. So. Das ist schon fast perfekt. Nur ein bisschen tiefer und höher. Ja, das ist. Ah. Das ist schon mal nicht schlecht. Ein bisschen drehen, dass wir da einen Punkt finden. So. So. Gut, wenn ich normal sitze, geht's. Gut. Schnell erledigt. Ja, schnell, ne? Relativ. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Hoffentlich richtig. Ja, mit der Kamera ist es schwierig zu entscheiden. Weil ich sehe mich ja so direkt nicht, wenn ich auf den Monitor schaue. Wo wenn ich ein bisschen mehr rüber schiele nach rechts. Ne? Naja, ist nicht ganz so einfach. Ups, Keller. So schön. Macht ihr am besten, wenn du mit dem Fahrzeug reinfahren willst, dass du da entsprechend gut fahren kannst. Das ist wie gewollt, ne? Schön gestapelt. Ja, 17 Uhr im Spiel, halb 6 Uhr kann man sagen. Ja, gibt da nicht so viel zu erzählen, ne? Aber gut, der Sommer kommt bestimmt, wir machen Ernte. Aber erstmal Sonnenblumenerde. Wir wollen uns mal ein bisschen um den anderen Bäumen kümmern. Das
Machst du Back auf? Ja, wir machen Back auf. Die Folge noch fertig. Und dann gehen wir unten nach oben. Ecke sind ziemlich lange Bäume. Das macht sich ganz gut. Man verdient gutes Geld damit. Rollen die runter. Wäre ja fast wie gewollt, ne? Ah, ne. In Richtung Straße rollen würden wir es perfekt. Aber habe ich keinen Bunker hier gefunden. Feld. Ein bisschen die Zeit beschleunigen, dass wir hier die Nacht erreichen. So. Und dass wir in der Nähe sofort düngen können, ne? Wenn er jetzt jeden Tag eine Wachstumsstufe kommen würde oder wird, dann muss man überlegen, ganz grob, dann ist bestimmt halben Sommer erntereif. Muss ja bald bis mehr wachsen normalerweise pro über Nacht. Oh, das ist ja kühler. So, dann kommen wir wieder abends hin und dann wird kühler. Das sieht gut aus. Jetzt fahren wir unten wieder an. Wir sind wagemutig, wie wir sind, fahren wir jetzt runter. Hier angefangen habe mit Baumfällen, dachte ich nicht, dass wir auch so weit kommen. Ein richtig langer Baum hier. Ah, so nicht. Vier Stück. Na ja, immerhin. So langsam aber sicher kommen wir hier vorwärts.
Der will so nicht. Ja, gucken mit der Maus, mit dem Kran. Vorne bewegt kriege. No. Recht langer Baum. Schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stücke. Gut, dass kein KI-Verkehr hier ist. Sonst gibt es Probleme. Tut mir den Dorn mal. Da würde ich einen Baum quer über die Straße legen. Hilft dir auch nichts, ne? Das ist halt die künstliche Intelligenz hier, die nicht intelligent ist. Die macht und dafür programmiert wurde. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Zu der ersten Samstagsfolge. Hauptsächlich nicht richtig. Okay, ja, normalerweise schon. Morgen geht's heute Nachmittag. In einer Stunde geht's weiter, knapp. Dann seid mal schießen wie Gewinke. Ciao. Vielleicht sehen wir uns wieder. Ciao.